So, und hier muss man geduldig sein. Also, wie gesagt, hier sollte man eigentlich noch nicht sein. Na, die geht wirklich bis ganz knapp dahin. Geschafft, sehr schön. So, dann werde ich jetzt noch einmal kurz. Oh ja, Kartenknubbel aufdecken. Ich werde mich nochmal kurz aufladen und dann mich beschleunigen lassen. So. Ich will mal kurz gucken, ob ich hier oben vielleicht auch schon den Energietank holen kann. Wow, das ging gut. Jetzt kann ich nämlich hier hingehen und. Ne, Moment, ich mach das anders. Mal gucken, ob ich es getroffen habe. Ja, ich habe es getroffen. Sehr schön. So. Und so. Ein weiterer Geheimgang. Woher man den kennen soll, ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Und ich weiß auch nicht, woher ich ihn kenne. So, ich hatte eben im Schiff gespeichert. Ich speichere mal hier. Das ist auch ein bisschen eklig. Genauso wie der Raum da drüben hat er eine interessante Sache. Der Hintergrund hinten flimmert. Was eigentlich ein Hitzeflimmern ist. Obwohl mir nichts passiert. Das ist sehr interessant, wie ich finde. So, ich werde jetzt mal ein bisschen experimentell hier rumlaufen. So. Solange mich das Viech nicht kriegt, bin ich zufrieden. Ich werde jetzt mal den hier machen. Schuss ein! Okay, das ist alles relativ experimentell hier. Okay. So, den auch weg. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay, hab's geschafft. Jawohl, und zwar gibt es hier einen Energy Tank. Ich bin, wenn ich gerade mal hier bin, ich speichere jetzt hier einfach mal. Ich hab's ja bis hierhin geschafft. Ich weiß, dass es hier unten nämlich auch noch weitergeht. Oh. Wahrscheinlich geht das schief. Dito. Wow, das Ding frisst einfach nur ohne Ende Stoff. Okay, ich bin mal so frei. Und Chaga. Und jetzt noch mal gucken. Könnte es schaffen. Naja, es dauert zwar ein bisschen. Ganz schön knapp. Kommt das hier oben hin? Igitt. Das Zeug mag ich nicht. Weg da. Okay. Bin ich hier sicher? Ach, Mist. Moment mal. Das ist ja interessant. Also wenn der jetzt wegfliegt und jetzt kommt der nächste, braucht er nur noch einen Schuss. Das ist ja interessant. Okay, nochmal speichern. Ich hoffe mal, ich lege mich jetzt hier nicht auf die Nuss, aber eigentlich dürfte das der schwierigste Teil gewesen sein. So, und passiert hier nämlich Folgendes. Okay. Das ist jetzt auch eher so eine Geduldssache. Das heißt, ich könnte. Ah, geschafft. Speichern. Jawohl. Ich hätte nämlich auch theoretisch das beliebig oft machen können, indem ich zum Schiff laufe. Oder vom Schiff aus starte und dann immer wieder hier hochlaufe und den Kreis zigmal ablaufe. Das habe ich auch damals so gemacht.
Wow. Aber das ist dann eher nur eine Geduldssache. Kann ich den so töten? Das war wohl nix. Nein. Nein. Aber ich kann den hier machen. Shazam Power! Wuhu! Wow, war das cool. Also Charge Beam aufladen, gedrückt halten und dann einfach nur loslassen. Jawohl. Hast du was ins Gesicht gekriegt, Trottel? So, ich kann jetzt hier nach. Wo bin ich? Genau, ich kann. Aha. Ach, hier komme ich mit Powerbomben. Wofür soll das gut sein? Naja gut, ich kann auch einfach nach hier gehen. Okay, ich kann. Wow, wie viel halten denn die Typen aus? Wo wollte ich überhaupt hin? Ach, ich müsste jetzt eigentlich. Ach, was soll's. Ja, ist jetzt eigentlich egal. Jetzt müsste ich nach rechts laufen. Da ganz hinten komme ich noch nicht wirklich weiter. Das heißt, das lasse ich jetzt erstmal. Das wäre sehr, sehr viel Gefuddel und wahrscheinlich komme ich da trotz allem nicht weiter. Man kann auch mit den Bombensprüngen, wie ich ihn jetzt eben vorhin gemacht habe, die kann man auch vertikal, nee, das war vertikal, so diagonal ausführen. Das ist für mich Magie, das habe ich noch nie hingekriegt und das werde ich auch bei gesundem Geisteszustand wahrscheinlich niemals schaffen. Damit kommt man auch über große Gräben rüber, das habe ich noch nie gemacht, das will ich auch nicht. Ich schaff's auch nicht. So, jetzt fahre ich einfach nochmal hier runter und werde dann wieder Richtung Brinstar, also ich bin in Brinstar, Richtung rotes Brinstar laufen. Wow. Genau. Tja, jetzt habe ich schon 11 Powerbomben. Moment mal. Okay. Gut. Ich hoffe mal, ihr habt nichts dagegen, wenn ich eine kleine Exkursion nochmal mache. Metroid ist schließlich das Spiel der Exkursion. Ja, doch, ich mach's so. Ich weiß, dass... Genau, dass hier solche Viecher kommen. Die Powerbomben sind auch ganz cool, um einen Raum komplett zu erkunden. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, wo versteckte Sachen sind. So, ich möchte jetzt hier auch nochmal speichern. Das ist mehr so eine Sache der Geduld. Aha. Wie man hier sehen kann. Hier kann ich noch stehen. Da sind drei... Das ist auch richtig fies, das wusste ich beim ersten Mal nicht. Hier sind drei Dinger, die durchlässig sind. Ich habe schon wieder einen Energietank. Okay, also ich glaube, ich habe noch nie so gespielt, dass ich jetzt hier schon 4 Energietanks hatte. Aber wie man gesehen hat, man kommt ohne Cheaten hin. Super Missile. Genauso nice. So, ah, ich neige dazu, diese Sachen immer zu beschleunigen. Okay, hier, das ist eine Passage, die hat mich im Originalspiel fast zur Verzweiflung getrieben. Man geht hier hin, eine Speicherstation, sehr schön. Man geht hin und speichert. So. Das ist erstmal jetzt nicht weiter aufregend. Und dann... Gut, gehe ich hier weiter. Uah. Ach, das war ja dumm. Ja, die Typen gehen übrigens auch nur mit... Obwohl, nur mit würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Hehe. Die hier sind wie Metroids. Die ziehen die ganze Zeit Energie. Das ist ätzend. Jawohl. Die gehen also nicht nur mit den kleinen Bomben kaputt, sondern auch mit Raketen. Trottel, falsche Taste. So, und dann habe ich da hinten ja gespeichert. Links komme ich nicht mehr zurück. Oder kam ich nicht mehr früher. Dann haben wir diese drei lustigen Typen hier. Oh, du musst auch los. Lauf. Ich glaube, Etikoons oder so heißen die. Ja, die machen den Walljump. Nur früher, als ich kleiner war, habe ich nicht gewusst, wie der geht. Tja,
Und ich habe hier unten festgesteckt. Und ich hatte das Spiel ja links auch gespeichert in der Speicherstation. Das heißt, ich kam nicht mehr zurück. Das hat mich aufgeregt. Nein. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Okay, man hat es gerade gesehen. Da kann ich wieder zurück. Komm dann aber immer noch nicht ganz wieder zu... Ja, da muss ich den Walljump aber auch nach oben machen. So. Und eigentlich, dafür, dass man diese Technik hier eigentlich noch gar nicht... eventuell nicht kann, ist es ein ganz schön langer Gang. So, die Typen haben gerade noch was vorgemacht, dass sie sich da drüben reinrollen. Das kann Samus jetzt nicht, aber was sie kann, ist das hier. Ganz große Klasse. Ah, Mist. Der PC ruckelt genau dann. So, und was haben wir hier geschafft? Ne? Powerbomb. Sehr schön. Lustig ist, dass die manchmal eingepackt sind und manchmal nicht. Ah, fast geschafft. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ja, diese Typen sind ziemlich witzig. Die kommen auch sonst im Spiel nicht vor. Nur einer nochmal im Spiel ganz am Ende. Was ich früher aber auch nicht wusste. So, ich bin oben. Ich hab's geschafft. Der kleine Exkurs war doch gar nicht mal so verkehrt. Ich könnte oben noch die Supermissile holen, habe ich jetzt gerade keine Lust zu, weil das ist auch wieder ziemlich tricky, wie gesagt. Oh. Ach, lass mich doch in Ruhe. So, jetzt mache ich das einfach ganz bequem hier. So, und schon ist das Ding auf. Das war knapp. Okay. Moment mal. Okay, ich laufe den Kreis jetzt gerade zweimal. Das Witzige ist, jetzt kann ich mal hier mit Powerbombs ja doch schon was holen. Zum einen gibt es hier drüben die Tür. Ich werde mal gucken. Also es entwickelt sich doch gerade eher hier zu so einem, zu einer Art 100% Run. Ich weiß es nicht. So, mit dem Walljump kein Problem. Ja, sehr schön. Raketen. Powerbomb. Chaka. Gut, man denkt sich jetzt, okay, hier unten kann ich rausfallen und weiter nichts. Ich speichere mal. Ich habe hier so ein bisschen Schiss, weil man kann hier links nämlich auch noch reingehen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, was mich hier erwartet, aber ich glaube, es war was Großes. Es war was Großes. Und die machen, wie gesagt, die machen großen Schaden. Solange ich noch den ersten... Wow, die fressen zwei von den großen Raketen. Die machen, ich weiß nicht, 140 Schaden oder sowas. Okay, jetzt inzwischen halte ich es ja schon aus, aber... Na, was ist hier? Powerbomb. Power Super Missile. Blödsinn. Oh. Tja, ziemlich witzig. Ist auch einer dieser Gänge, wo man eigentlich nicht wissen kann, dass die existieren. Na, nur durch viel rumsuchen. So, wie komme ich hier wieder raus? Aha. Das Ding hochgeschossen. Und dann, was passiert dann? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz genau. Aha. Halt. Ah, okay. Sehr schön. Wo komme ich jetzt raus? Ah. Ja, es gibt noch hier drüben den Raum. Ich guck mal kurz rein, aber ich glaube, ich kann da nicht viel machen. Ich werde auch hier nochmal kurz speichern, weil ich glaube, da geht auch die Post ab. Es ging noch. Ja, das ist das Problem. Hier kommt man nur mit Wavebeam weiter. Die Stacheln sind irgendwie auch seltsam. Ich weiß gar nicht. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da braucht man den Wavebeam, der durch Wände geht. Und den habe ich noch nicht. Ja, geh weg. Okay, ich könnte jetzt auch nochmal gleich nochmal einen Blick werfen. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt die Powerbomben habe, komme ich an viele Stellen, an denen ich vorher nicht war. Ich gehe nochmal kurz gucken. Hier unten gibt es noch was. Aber hier kann ich mit dem Anzug noch gar nichts ausrichten. Weil Wasser. Und da brauche ich es gar nicht versuchen. Man braucht den Speed Booster, um hinten... Es gibt hinten ein Item, einen Energietank. Aber da kommt man nur hin, wenn man wirklich... Oh. ...im Wasser laufen kann. Und... ...einen Speed Booster hat, genau.
Aber den Speedbooster braucht man, glaube ich, sowieso, um im Wasser laufen zu können. Naja. Ich weiß nicht, es wäre mal ganz interessant. Ich weiß nicht, wie viel von euch das jetzt sich euch angucken. Oh, jetzt könnte ich auch hier hoch. Oh Mann. Okay, da will ich mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel von euch sich das überhaupt angucken. Ich rechne nicht mit allzu vielen, weil das Spiel gibt es ja auch schon seit einer ganzen Weile und das wurde auf YouTube ja auch schon plattgetreten. Wäre halt mal interessant zu wissen, ob es von euch jemanden gibt, der das Spiel noch nicht kennt. Dann würde ich halt versuchen, nicht so viel zu verraten. Okay, man sieht, dass die Typen richtig Schaden machen.